Leute, herzlich willkommen zu Ein Tag im Leben von Khan. Und wir starten natürlich mit einem Kaffee. So, brauche ich auf jeden Fall in meiner Batman-Tasse, wo ich die her habe. Kommt bald. Und wir haben so eine Kaffeemaschine, aber ich benutze sie gar nicht, wirklich gar nicht. Und jetzt wieder ein toller Moment. Klasse, wer kennt's? War klar. So, ich brauche meinen Kaffee, definitiv, weil es ist ziemlich früh, wirklich sehr, sehr früh. Man kann es sehen. Also, wenn ich das jetzt schon hier sehe, würde ich am liebsten selbst wieder schlafen. Madame war heute sehr, sehr früh wach und ich brauche den Kaffee. Und ja, gleich heißt es auch Frühstück, aber zuerst einmal Kaffee. So, für alle, die Samira vermisst haben, hier ist Samira. Hallo, Sammy. Oh, die ist so süß heute Morgen. So, erstmal Kaffee trinken und dann muss ich Frühstück vorbereiten. Nicht für mich, sondern für Madame. Und das ist ihr Frühstück. Also jetzt nicht so viel, aber die isst auch morgens jetzt nicht so viel. Sie braucht auf jeden Fall Ei, ne? Das liebt sie so. Und hier sitze ich, weil es wird gemeinsam gefrühstückt. Also ich schaue einfach zu, weil mein Frühstück kommt hier. Es gibt Kelloggs heute Morgen. Erst die Milch oder was? Was ist mit dir schiefgelaufen? So, zuerst einmal die Kelloggs. Habt ihr eigentlich Lieblings-Kelloggs? Also schreibt mal in die Kommentare. So, die schmecken wirklich super gut, sage ich euch. Wirklich sehr, sehr gut. So, dann kommt die Milch. Natürlich erst Kelloggs, dann die Milch. Also was ist denn mit euch los? Schmeckt super. Ja, gut, dass ich sie jetzt... Was soll das denn? Mann, was ist das denn für ein Blick, Mann? Lass es doch sein, wenn ich das... Ja, Doppelkinn ist immer noch da. So, Sammy ist wieder da. Oh, endlich mal wieder was Schönes. Hallo, Sammy. You are my sunshine. Aber sowas von. So, geht's jetzt auch mal weiter? Ach so, ja, dann war der Tag für mich zu Hause auch vorbei. Oh, Überraschung. Ja, ich muss aus dem Haus raus. Meine Frau ist von der Arbeit gekommen und ich habe so eine Pflanze geschenkt bekommen. Die kommt ins Studio, selbstverständlich. Ich muss hier raus. Und ja, da sind ganz viele Schuhe, als hätten wir Besuch und ich muss jetzt los. So, Leute, da melde ich mich jetzt auch mal aus dem Auto. Keine Sorge, ich fahre nicht. Ich bin noch am Parken, also gleich fahre ich los. Mann, die schönen Kirschblüten, aber die fallen schon fast alle ab, also nur noch ein paar Tage. Ich habe es dann ja eigentlich schon gesagt, aber sie war noch nicht da. Wie dem auch sei, also der Morgen ist jetzt vorbei. Meine Frau ist jetzt da. Ich weiß, die Kamera ist voll ein bisschen am Wackeln. Es tut mir leid, dieser Vlog ist wirklich nur mit dem Handy heute gefilmt. Also der Morgen ist vorbei, Mittwochs und Donnerstags, der Tagesablauf relativ ähnlich. Also morgens bin ich dann zu Hause oder wir sind halt unterwegs und ich wollte heute halt nicht raus, weil das Wetter gut ist oder wir wollten raus. Aber der Kinderwagen ist hier im Auto und ja, da konnte ich halt nicht drauf zugreifen. Aber wie dem auch sei, wir haben zu Hause ein bisschen gespielt, dies, das, wir haben gefrühstückt, habt ihr alles gesehen. So, wir haben jetzt, glaube ich, kurz nach 12 und dann fahre ich jetzt ins Studio. Die Pflanze ist mit dabei. Ich habe heute noch einen Arzttermin, weil es geht in den Urlaub. Wohin wohl? Schreibt mal in die Kommentare. Also ich werde es auch später im Video sagen. Ich nehme euch auch mit zum Arzttermin. Oder wird es wahrscheinlich viel zu berichten. Also ich kann da nicht so viel berichten, aber wie dem auch sei. So, jetzt geht es ins Studio. Ich muss noch die Thumbnails für heute machen. Und dann wollten wir noch ein Among Us heute aufnehmen. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit der Produktionswoche für diese Woche durch. Ja, genau. Also ich fahre jetzt mal los. Oh, es sieht so schön aus hier. Okay, so. Angekommen im Studio bzw. Büro. Geht es jetzt auch ins Büro durch das Treppenhaus und mal gucken, wo ich das hinpacke. Boah, ist das schwer. Ja gut, mit einer Hand ist halt schwer, ne? Okay, Leute, so im Studio angekommen. Also tut mir leid, weil ich mit Handy aufnehme, gucke ich die ganze Zeit auf den Bildschirm. Ich versuche wirklich in die Kamera zu schauen. Also, wir sind jetzt im Studio angekommen. Es ist jetzt so 12.30 Uhr. Ich muss das Thumbnail, wie gesagt, gleich machen. Ich glaube, ihr habt den letzten Stand vom Studio noch gar nicht so wirklich mitbekommen, oder? Also, ich habe jetzt natürlich die Pflanze, ne, das Geschenk von einem sehr, sehr guten Freund, der jetzt hier nicht in Bielefeld wohnt. Ich muss gleich die Pflanze noch von der Folie befreien. Ich glaube, es kommt auch in den Hintergrund der Videos. Und da muss ich euch noch ein, zwei andere Sachen zeigen. Mache ich einfach mal. Okay, also diese Ecke kennt ihr ja, das vergessen wir mal kurz, das könnt ihr alles sehen, ne? Also das ist unverändert. Ich denke, die Pflanze packe ich jetzt gleich dahin, werden wir gleich sehen. Dann ist mein Playbutton angekommen für 100.000 Abonnenten. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch an meiner Seite seid. Also finde ich ein bisschen komisch, aber gut, okay. Und ich hatte ja gesagt, hier an die Wand soll was kommen. Und zwar hatte ich dafür diese Sachen hier bestellt. Und zwar für 4 Stück von diesen Akustikpanelen. Oder Panels, Akustikpanels, wie dem auch sei, 4 Stück. Die sind einerseits für die Akustik, aber auch für die Optik. Ne? Also, die haben das einfach mit so... Also, sorry. Was soll ich denn mit dieser riesen Palette? Also, ich bin die auch noch nicht losgeworden. Muss ich natürlich noch. Will ich jetzt die Tage anbringen? Ich weiß noch nicht, wann genau. So, dann habe ich ja natürlich meinen schönen Bowser noch hier. Hallo, Bowser. Ja, wir wissen, welchen Song du jetzt singen möchtest, aber wir lassen es. Das überlassen wir dann ja. Und mein Essen von gestern. Okay, Hashtag keine Werbung, aber es war wirklich sehr, sehr lecker. Okay, Leute. Ich mache dann das Thumbnail fertig. Dann müssen wir Among Us aufnehmen, also eine Aufnahme. Dann muss ich gleich zum Arzt und wie gesagt, da nehme ich euch mit. Ich mache das einmal kurz fertig und für euch geht das ganz schnell. Also, let's go.
Okay, Leute, Thumbnail war fertig und auch die Aufnahme ist jetzt durch. Hat ein bisschen länger gedauert, weil Among Us hat momentan keine Ahnung wie viele Probleme. Also es tut mir wirklich leid für alle, die mitgespielt haben. Keine Ahnung, es war nicht unser Problem, aber Tom war wieder schlechter Imposter, dann ja auch und ich war wieder nur Crewmate. Was soll's. So, ich muss jetzt zum Arzt und dann nehme ich euch mit, weil ich muss noch geimpft werden, weil es im Juni nach Bali geht. Ja, wir fliegen nach Bali. Und da brauche ich ein paar Impfungen, habe ich mich für entschieden. Heute steht meine letzte an und kommt einfach mal mit. Also es waren schon ein paar, aber heute ist die letzte. Let's go, let's go. Ich bin jetzt da. Ja. Sieht schön aus hier. Sagt man das so? Aufzug. So, welche Etage? Etage 2. So, also wie gesagt, es geht ja nach Bali im Juni. Da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht, was für Impfungen wir so brauchen. Also machen wir. Macht Sinn. Also auf jeden Fall. Das sind 2 Wochen dann in Bali ungefähr. 24 Stunden sind wir unterwegs. Also ich glaube, der eine Flug dauert knapp 12,5 Stunden und dann nach Istanbul 2,5 Stunden. Ja, da wollte ich aber auch ein Video machen. So, ich bin jetzt da. Let's go. So, okay. Termin ist durch. Jetzt geht es gleich wieder zurück ins Studio. Wir wollen noch ein bisschen aufnehmen heute. Und tatsächlich habe ich bisher nur Kellogg's heute gegessen. Also sollte ich mir vielleicht noch was zu essen holen. Aber bevor ich das mache, noch mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Also ich glaube nicht nur, sondern so ist es. Im Juni geht es nach Bali für knapp 2 Wochen. Da werden auch noch Videos kommen. Und ich versuche auch sozusagen Vlogs oder zum Beispiel, was ich auf jeden Fall filmen möchte, ist der Flug. Weil wir sind insgesamt knapp 23 Stunden unterwegs. Es geht erst nach Istanbul, dann von Istanbul nach Bali. Und in Istanbul haben wir auch 7 Stunden Aufenthalt und so, aber das wird ganz cool. Ich werde es auf jeden Fall filmen und ich hoffe auch dann hochladen, weil ich dann wirklich tatsächlich 24 Stunden sozusagen im Flugzeug bin. Also vielleicht nicht 24 Stunden, aber ich bin 24 Stunden unterwegs und wir sind dann halt die ganze Zeit im Flugzeug. Wird aber, glaube ich, ganz cool, weil wir auch in Istanbul sozusagen die Möglichkeit haben, eine Lounge zu gehen und da kann man halt verschiedene Sachen machen und so. Es wird ganz cool. So, ich habe jetzt die Vorbereitung, das war jetzt auch der letzte Termin bezüglich Impfung. Da hatten wir uns halt schlau gemacht und haben gesagt, hey, macht für uns vielleicht Sinn, weil wir hier und da vielleicht unterwegs sein werden und dementsprechend haben wir uns hier und da auch geimpft. So, okay, ich muss jetzt was zu essen. Ich brauche ganz dringend was zu essen. Ganz dringend. Also ich merke es schon. Können wir mal kurz darüber reden, was für ein heftiges Wetter momentan ist. Wir haben einfach über 20 Grad. Es ist so schön, die Sonne. So. Let's go. Mein Mittagessen. Pommes rot-weiß. Dieser Curry-Ketchup ist anders gut. Ja, ich hatte gerade einen Käsekuchen. Also den hatte ich auf dem Weg hier. Das Problem ist, da wo ich gerade bin, also der Döner meines Vertrauens ist halt am anderen Ende der Stadt. Und bis ich jetzt da hinfahre und dann wieder zurück, das dauert halt zu lange. Also komm, Pommes rot-weiß geht immer. So, ja, und das ist mein Mittagessen. Aber geht auf jeden Fall klar. Und ja, ich esse gerade im Auto. Ich fahre nicht mehr auf dem Parkplatz. Ist ja klar, also dass ich das überhaupt sagen muss, dass ich gerade nicht fahre. Also aber trotzdem. So, und es ist brutales Wetter, sage ich euch. Wirklich, guckt euch das mal an. Okay, das war einfach nur die Wand. Es wird jetzt gegessen. Dann fahre ich zurück ins Studio und dann nehmen wir weiter auf. Ja, ich weiß, es ist gar nicht so spannend heute, mein Tag. Aber so ist das manchmal. Und das ist auch ein spannender Tag. Also, ne? Okay, ich esse jetzt auf. Oh, hallo Khan, du bist ja jetzt auch im Studio. Achso, das sollte eigentlich Hermine sein und nicht Harry. Ja gut, okay. Falsche Synchro. Okay, das war wirklich schlecht. Okay, Leute, ich bin wieder zurück im Studio. Ich habe auch schon das 17 Uhr Video geplant und jetzt drehen wir noch ein bisschen was für nächste Woche, damit wir da vielleicht nicht so viel Stress haben. Ja, also das ist auch eine Ausnahme und dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Also ihr seht, es passiert fast gar nichts bei mir, also gut ein bisschen was. Dann geht es nach Hause, da werde ich bestimmt auch vielleicht noch das ein oder andere filmen, ich weiß nicht, oder einfach nur wie der Tag aus ist, ich weiß es nicht. So, wir nehmen jetzt noch ein bisschen auf und das war's dann schon. Ne? Achso, die Pflanze, könnt ihr sehen, ist da gelandet. So, finde ich eigentlich sehr schön. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Die Person weiß es, aber sie sieht wahrscheinlich das Video gar nicht. Ja, das ist bisher mein Tag. Also die Pommes war gut, aber ich merke so, okay, ich hätte was anderes essen müssen. Wie immer. Okay, Leute, wir haben jetzt 19 Uhr. Die Aufnahmen sind durch und ja, was soll ich sagen? Mein Kopf ist jetzt auch durch. Okay, ich merke auch jetzt am Ende des Tages erst, ey, ich habe doch die ganze Zeit das Handy-Stativ dabei und ich hätte das einfach nutzen können, dann hätte ich es nicht... Es ist wieder typisch, es ist wieder typisch. So, Leute, der Tag ist jetzt fast vorbei. Es geht jetzt nach Hause.
Ich ziehe jetzt kurz die Dateien rüber, weil ich lade die dann meistens von zu Hause über Nacht dann hoch für Lena und Tom. Und dann reicht es auch langsam. Also gleich meldet sich bestimmt auch nochmal meine Frau. Ja, wenn es dann zu Hause etwas ruhiger ist, ne, ihr versteht schon, dann melde ich mich, glaube ich, nochmal. Ich fahre jetzt nach Hause, mache alles soweit ready und dann ist der Tag eigentlich auch schon vorbei. Und wie gesagt, das ist schon so ein wirklich sehr, in Anführungszeichen, spezieller Tag, weil ich hier und da Termine hatte. Aber sonst ist das halt ein Tag in meinem Leben so, wisst ihr? Und vielleicht könnt ihr dann auch verstehen, weil ich hier und da vielleicht nicht so viel Zeit habe für TikTok und so. Montag und Dienstag ist der ganze Tag Aufnahmen, ne, also YouTube-Aufnahmen. Mittwoch und Donnerstag so ein halber Tag, beziehungsweise jetzt nur so ein Vierteltag. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen länger durchgezogen mit Danja. Dementsprechend, ja, ist das soweit jetzt auch okay. Und ja, dann habe ich halt nicht mehr so viel Zeit für TikTok und ne, ich würde es ganz gerne machen, aber das dauert noch ein bisschen. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber es ist so. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen spontaner da sein. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. So, ich fahre jetzt nach Hause. Wir haben jetzt, wie viel? Halb zehn? Ja, also, ein Monster schläft schon. Zweites Monster schläft. Also, Samira schläft gerade auch schon. Ja. Und zwei Monster sind noch wach. Erzähl ruhig weiter, du wolltest über den Urlaub erzählen, habe ich auch schon im Vlog erzählt. Ja Leute, ihr müsst wissen, für uns ist das was extrem Besonderes, also ich glaube für viele Menschen. Und also ich ist der erste Langstreckenflug mit Kind. Mit Kind, ja, richtig, ja, mit Kind. Also ja, mit Kind. Ja, wir waren ja schon in Malaysia, aber diesmal wird der Flug ein bisschen anders für uns. Aber das, wie gesagt, ich will das ja auch filmen und alles drum dran und daraus so ein Video machen. Werdet ihr dann sehen. Also es wird ein sehr besonderer Flug für uns oder zwei besondere Flüge. Oder insgesamt vier, wenn man Rückflüge noch mit einbezieht. Ja, und wir haben jetzt noch das letzte Hotel gebucht, weil wir in zwei Hotels bleiben, also in zwei verschiedenen Orten. Einmal im Dschungel und einmal im Strand. Ja, und das haben wir jetzt fertig. Also jetzt haben wir haben alles gebucht, oder? Ja, nur noch die Reiseapotheke. Ja, stimmt. Also ja, ja, genau, ein paar Sachen halt, die wir brauchen, weil ich meine, es kann immer mal wieder sein, das weiß man auf Reisen, besonders bei mir, Magenprobleme. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall wild, in einem Monat fliegen wir. Ja, willst du noch was sagen? Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ja Leute, das war mein Tag. Ich kann jetzt nicht so laut sein, weil wenn ich jetzt zu laut bin, dann ist das größte Monster überhaupt wach und das wollen wir nicht. Okay, Leute, das war mein Tag. Ich weiß nicht, ob es besonders war oder nicht. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich werde auf jeden Fall versuchen in nächster Zeit. Weil ich habe jetzt oft, also ich habe den ganzen Tag zum Beispiel mit dem Handy gefilmt. Und das ist deutlich für mich besser, so weiß ich nicht, als mit der Kamera die ganze Zeit. Okay, meine Frau interessiert das gar nicht. Absolut. Wenn ihr den Blick jetzt seht, sie interessiert das einfach gar nicht. So einfach nur ruhig sein. Okay, Leute, das war's. Mein Tag. Ja. Vielleicht finde ich nochmal einen besonderen Tag. Macht's gut. Tschüss. Ach ja, Leute, also, ich weiß, das sieht jetzt nicht so appetitlich aus, das ist dieser Mango-Maracuja-Kuchen und das ist mein Stück und das ist das Stück meiner Frau. Mann, ich wollte, ich habe das auf der Gabel balanciert und dann ist das runtergefallen. Auf den Boden? Auf die Arbeitsplatte, Mann. Hast du das sauber gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja, habe ich sauber gemacht. Ja, was noch zum Abschluss? Darf ich das Stück essen? Nee. Ach ja, gut. Dann hier dieses Spiegelei, oder? Warum sieht das aus wie Mais?